Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play SimCity. Wir haben kaum noch Platz fürs Bauen und da will ich mal schauen. Arbeiter gebraucht. Ja. Wir brauchen halt ein paar mehr Mitarbeiter. Führung seine Grundschule eingelassen. Hä? Da ist doch schon alles voll gemüllt. Also da gehen so viele rein. Ach so, ja. Haltestellen bauen. Das müsste aber dann auch gewesen sein. Die Bibliothek könnten wir ja irgendwo noch hinbauen. Da. Eine Bibliothek. Was ist denn du schon wieder, Tante? Nein. Oh. Ich will das nicht haben. Also. Oh Gott, warum soll ich das denn alles machen? Wir müssen jetzt mal hier die Karte im Blick behalten. Und da sieht man schon, die Straßen sind sehr überfüllt. Wobei, es geht ja noch, wenn man bedenkt, wir haben 75.000 Einwohner und wir können unser Haus Rathaus upgraden. Oh. Also hier ist rot. Da könnte ich eigentlich hier noch so eine Verbindungsstraße da zur großen Hauptstraße vormachen. So, jetzt wird langsam alles rot. Ja. Aber ich glaube, das geht hier nicht, oder? Oh. Krass. Zerstörte Häuser sehen. Wir haben 300.000? Ach ja, wir haben ja das Ding hier. Ach. Jetzt machen wir mal ein Rockkonzert, das bringt immer die meisten Gewinn. Geht aber langsam. Ah, zu viele Tonnen. Ja. Das muss irgendwie machbar sein hier. Ich fahre lieber mit ganz geraden Strecken. Jo, bauen wir einfach mal. Na, das mach ich mal weg. Da kann später noch irgendwas anderes hinkommen.
Die kann halt noch eine ganz normale Straße. Hier auch. Ja. Gut, jetzt funktioniert der Verkehr einigermaßen. Hier hinten sogar auch. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, Upgrade. Wo bauen wir das hin? Upgrade. Ich finde doch egal, wenn die zu niedrige Grundstückspreise haben. Tourismusabteilung. Was soll ich nehmen? Tourismusabteilung oder Sicherheitsabteilung? Ich weiß es nicht. Regionales Krankenhaus, große Feuerwehr, Polizeirevier, Wahrzeichen, Profitschätzung, große Parks. Ach, mal über das ja nicht. So, und jetzt können wir eine Uni bauen. University. Wir messen hier so schön Schild hin. Wo soll ich das immer hinbauen? Ich baue es mal hier hinter. Weil da kriegen wir jetzt schöne viele Einwohner und Studenten. Das bedeutet noch mehr Sachen halt. Ich weiß noch nicht, was soll ich hier nochmal machen. Nein, danke, Atomkraft. Bürgermeister und Verwaltungsangestellten machen Überstunden, um all die Bewerber bewältigen zu können. Die Uni ist voller Erfolg. Wir sollten Sicherheit stellen, dass wir ihre Möglichkeit voll ausschöpfen. Ich sehe, dass so viele Leute drauf sind. 4000 Dinger. Und die Straßenbahn, die ist immer noch ganz schön zu spät. Wir haben kaum noch Plätze frei. Na toll. Die Straßen werden sicher auch schon ganz schön voll sein. Was ist denn da los? Warum ist es nicht so voll? Die hier sind aber auch alle geupgradet, also. Was soll man da noch machen? Die Altstelle sieht mir sehr voll aus. Ja, 300. Sims in Wartestellung, das ist sehr voll. Sehr viel. Ich warte aber immer noch auf diese großen Hochhäuser. Dreieinhalb Minuten geht ja wohl noch bei denen. Industrie entwickelt. Oh Gott, sind das viele Leute. Langsam bahnbrechende Fortschritte beim Arbeiten zusammen mit Technologien von morgen. So, gucken wir jetzt mal hier. Was ist denn hier los? Kaufen wir halt das ganze Zeug. Ich baue am besten schon mal eine Prozessorfabrik. So. Haben wir noch Platz?
brauchen Plastik, Legierungen und Plastik. Also kann ich das Metall verkaufen. Also kriegen wir nochmal extra schön Geld. Das ist ja praktisch. Was wollen die hiermit? Bürgermeister, hier Tom Brandy, die sollen visitiert haben, genug ausgebildete Mitarbeiter. Sind sie dabei? Stellen sie ein Atomkraftwerk auf. Haben wir denn etwa nicht genügend Strom? Ja, ich weiß nicht. Schlecht ausgebildet. Ist doch egal. Die Stadt schafft das trotzdem. Was für Menschenmassen sind denn das? Hilfe! Warte, wenn die Ampel grün wird. Wo sind die ganzen Menschenmassen hingegangen? Schön verseuchtes Bodenwasser. Das ist ja schön. Und in der nächsten Folge werden wir dann nochmal sehen, ob wir dann auch schon die ersten Prozessoren haben. Seid gespannt. Und ich sag dann, ciao.